So, Freunde, was geht? Ich ziehe mir gerade einen schaumigen Cappuccino rein. Der ist echt Barber geworden, muss ich sagen. Und dann wasche ich mein Auto. Und ich habe nichts Besseres zu tun. An sich ist das auch eigentlich komplett unnötig, weil ab morgen wird es regnen. Aber naja. So, Auto gewaschen und jetzt geht's essen. Heute ist Inder-Tag. So, Freunde, CEO of Lidl meldet sich. Hat Pause gemacht. Jetzt noch eine Banane reinziehen. Und ja, natürlich, ich musste eigentlich meinem AWEX-Chef auch Bescheid sagen, dass ich da jetzt, also dass ich jetzt hier den Teilzeitjob habe. Das hat sich gerade 1A geklärt. Der wollte wissen, ob ich morgen arbeiten gehen kann. Ich so, ja, dann muss ich ihm noch was sagen, bla bla bla. Ey, echt nettes Gespräch gehabt. Schmeckt. Ah, entspannt, endlich mal Klamotten, Alter. So, liebe Freunde, nachdem wir im Just Fit Outdoor Park rausgeschmissen wurden, mussten wir uns jetzt hier nach Hürth verkriechen. Einfach der Chef ist mit seinem Bentley gekommen. Da war so eine heiße. Und ja, Chris versucht gerade Tackhole zu machen. So, sehr geehrtes YouTube-Volk. Ich habe behindert Bauchschmerzen. Ich kriege immer, wenn ich Sachen zu schwer hebe. Ich muss. Mein Windschutzscheibe hat einen Riss hier unten. Und die muss repariert werden. Das kostet 500 Euro. Schmeckt. Ich darf jetzt erstmal 250 Euro bei der Bank abheben gehen. Das heißt, das mit meinem MacBook zieht sich wohl doch noch ein bisschen hinaus. Nice. Heute bin ich übrigens zur Arbeit gegangen. Ich muss gar nicht arbeiten. Ah! Chili, chili! Das heißt, ich muss jetzt 4 Tage in Folge anstatt nur 3. Um 6 Uhr aufstehen. So, Freunde, angekommen. Bauchschmerzen sind auszuhalten. Jetzt gleich wird meine Scheibe rausgerissen. Leute, frisch geputzt, den Hasen sogar. Es glänzt wie sonst was, man kennt's. So, Freunde, jetzt erstmal aufs neue Auto upgraden. So, kleiner Spaß, hier ist das richtige Teil. Diesmal mit, wie heißt das? Scheiben. Grau abwischen. So, auf zu meinem Neuwagen. Ja, Wahnsinn. So, Freunde, Scheibe ist raus. Perfekt. Jetzt gehen wir ab nach Hause. Sieht der ganze Hase jetzt aus? So, Freunde, hier der Audi und da hinten mein Auto. Scheibe ist ran. Leute, die neue Scheibe sieht so nice aus. Die hat einfach jetzt so einen Verlauf von vorne. Ich weiß nicht, ob man es auf Video erkennt, aber sieht übelst nice aus. Ah, entspannt. Ich wollte eigentlich mein Zimmer aufräumen und die Flaschen hier aufräumen. Ja gut, ich habe mir einen Smoothie gemacht, als ich unten war und habe vergessen, was ich dann eigentlich machen wollte. Perfekt. Ah, entspannt. Ich gucke gerade so Dings-Compilations. Nice Ton auf jeden Fall, Digga. Und das Video war auf ganz laut die ganze Zeit. Ich melde mich mit den neuesten News. Ich war gestern bei der Arbeit, musste ja eigentlich nicht arbeiten. Ich weiß nicht, ob ich euch das erzählt habe. Dann gestern Abend gecheckt, ob ich heute arbeiten muss. Stand nichts auf dem Plan. Gucke ich gerade eben nochmal da drauf. Meine Mom hat mich 100-mal gefragt, musst du arbeiten? Ich habe 100-mal Nein gesagt. Ich habe mir den Plan 1000-mal angeguckt. Es stand, ich muss nicht arbeiten. Also da war, in dem Kästchen war ich nicht eingetragen. Ich gucke gerade eben für morgen, weil Christoph mich gefragt, ob wir rausgehen wollen. Ich sehe so 13. Ich so, Digga, warte mal, ist heute nicht der 13.? Ich guck so aufs Datum. Ich guck mir den Plan nochmal an. Digga, und ich musste arbeiten. Digga, was soll mein Chef von mir denken? Erste Woche, ich bin geistbehindert, ich bring alle Tage durcheinander. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, dann zweitens. Junge, ich will Sportvideos wieder konsequenter hochladen. Ich sitze seit 4 Stunden da dran, ein 1-Minuten-Video zu exportieren, Digga. Ey. Es geht einfach nicht vorwärts. So ein geiler Tag bisher heute. Also ich hatte euch ja erzählt, dass ich gestern eigentlich arbeiten musste. Hoffe ich. Ja, mein Chef hat das gar nicht übel genommen. Ich habe auch ein Kompliment bekommen dafür, dass ich heute so gut gearbeitet habe. Voll krass. Naja, so viel dazu. Dann bin ich auf jeden Fall nach der Arbeit zum Sport gefahren. Also nach Hürth. Und ich komme da an. Erstmal kleiner Kindergarten. Und ich so, okay, gut. Dann habe ich so halt ein bisschen mit denen geredet. Und dann, also es waren wirklich so 10 bis 12 kleine Kinder. So 7 bis 9 Jahre, würde ich sagen. Und dann, die haben mich halt die ganze Zeit so nachgemacht, ne? Ich war so mein Aufwärmer machen und so, ich fand es halt übel lustig so am Anfang. Die eine war mit ihrer älteren Schwester da. Ich dachte eigentlich erstmal, das wäre die Mom. Ich habe dann im Nachhinein, als ich so mit denen geredet habe, dass er das rausgefunden. Und ich dann so, meinte so, ja, bin 25, bla bla, arbeite da und da. Wie alt bist du? Ich so, 20, bin Studium dies, das, da, Ananas. Und, naja, auf jeden Fall habe da so meine Videos aufgenommen und die Typen waren so korrekt. Also die Mädchen, die da drunter waren, waren halt so
wie man es kennt in dem Alter, so kleine Zicken. Könnt ihr bitte im Hintergrund weggehen und so. Sie so, hihihihi. Nee, sind die ganze Zeit so aus Spaß da langgelaufen und so. Und die Jungs haben die ganze Zeit so, die waren meine Security Guards. Der kam immer Arm gehoben, so wenn einer im Bild war und meint so, weg und so. Und das war, also ich glaube, mein Video müsste richtig gut gewesen sein, weil diesmal war auch immer mein Kopf und so da drin. Also ich musste es nicht so oft filmen wie normalerweise. Und die so, ja, nee, wir haben die Kamera nach oben unten gehalten, war richtig korrekt von denen. Und dann haben da noch andere, also so eine ältere, so eine junge Dame, relativ hübsch. Also was ist junge Dame jetzt so, vielleicht ein, zwei Jahre älter als ich, also wirklich 2021. Hat da mit ihrer Basketballmannschaft, haben die so QR-Codes an den Mülleimer geklemmt und dann dachte ich mir so, hey, was machen die denn da? Und da meinte die so, ja, wir machen eine Schnitzeljagd. Ich so, wie, was für Schnitzeljagd? Wer macht eine Schnitzeljagd heutzutage, ne? Dann, das war richtig cool, da waren immer so Aufgaben und wenn man den QR-Code abgescannt hat, konnte man die Route so absehen und dann hatten die immer überall, zum Beispiel bei diesem Calisthenics-Park muss man jetzt so ranhangeln und keine Ahnung, die meinte ja, wir haben das noch mit verschiedenen Aktivitäten gemacht, mit ihrer Basketballmannschaft halt, weil man kann ja im Moment nichts machen und da sind so heiße Lips die ganze Zeit vorbeigekommen. Auf jeden Fall war ich natürlich so dumm und hab das Gespräch, also ich habe so ein bisschen Smalltalk geführt. Ja, hab bei allen, die da waren, hab halt, weil die wussten nicht, wo das sind, habe ich den erst, weil ich habe ja die erste gesehen, die das aufgeklebt hat, hat so gesagt, ja, das ist da und da, habe so ein bisschen dann immer mit denen geredet. Ob ich einmal getraut habe, mich den weiteren Schritt zu trauen und nach irgendwas anderem zu fragen. Einfach nice guy gewesen, lost. Willkommen zu einem neuen Video. Beziehungsweise ist eigentlich immer noch das Gleiche, ich bin wieder mit den üblichen Missgeburten unterwegs. Das Michelin-Tag! Unloyal! Okay, Text komplett reinverkackt. Auf jeden Fall, so, Freunde, kurzes Pick. Oh mein Gott. Okay, warte. Mach mal Pack-Opening, zeig mal her. Was haben sie sich geholt? Einfach neues MacBook. Oh mein Gott. Freunde, ihr wisst ja noch, wie ich gestern mein Auto geputzt habe. Chillig. So muss es aussehen. Ja, Mann. Lost.